Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota. Wir sind in Schmallenberg im Hochsauerland auf dem Schützenplatz. Hier treffen wir Hanna Neise, Skeletonfahrerin, 21 Jahre jung. Vor wenigen Wochen ist sie in Peking fast schon sensationell Olympiasiegerin geworden, ohne vorher jemals überhaupt auf einem Weltcup-Podest gestanden zu haben. Naja, es ist schon angekommen, aber ich sehe es jetzt immer noch. Also ich bin immer noch ein normaler Mensch. Ich bin genauso geblieben wie vorher, nur dass die Aufmerksamkeit und das Ansehen auf meine Person sich halt geändert hat. Ja, es ist halt ein Erfolg, aber ich lebe sowas jetzt nicht so extrem aus. Also ich hänge das nicht an eine Glocke dann. Am 12. März Empfang in Winterberg. Insgesamt 5 olympische Medaillen kann der BSC in diesem Jahr feiern. Natürlich alle im Eiskanal. Hanna Neise steht dabei, hier mit ihrem Freund Luca, der Skispringer ist, ganz besonders im Mittelpunkt des Interesses. Ein Gefühl, das sie seit dem Triumph in Peking nur zu gut kennt, denn seit dem Sieg ist nichts mehr so wie davor. Mein Handy ist explodiert. Hanna Neise trifft sich in Schmallenberg in einem Restaurant mit ihrem Berater Hermann Hoffe. Im Oktober gibt es ein Testevent auf der Olympiabahn in Peking. Neise merkt direkt, dass ihr diese Kurvenkombinationen sehr entgegenkommen. Sie ist eine der Sportlerinnen, die den Schlitten sehr gut laufen lassen können. Da habe ich schon gemerkt, die Bahn macht mir Spaß, mega Spaß. Die Bahn liegt mir. Es ist eine lange Bahn, die uns Deutschen vor allem halt in die Karten gespielt hat, weil wir alle am Start nicht so die Schnellsten sind, ne? Bei den Olympischen Spielen versucht sie dann locker zu bleiben, sich keinen Druck zu machen. Das gelingt gut, doch dann liegt sie nach den ersten beiden Fahrten in Führung. Plötzlich ist die jüngste deutsche Teilnehmerin die Top-Favoritin auf Gold. An dem Freitagmorgen allerdings, da ging das runter. Die Hanna liegt vorne und die kann olympisches Metall gewinnen. Und ja, dann brach wirklich an dem Tag auch eine Euphorie aus. Spontan wird auf dem Schützenplatz ein Public Viewing organisiert. Nicht ganz so einfach in Corona-Zeiten. Um 14 Uhr fiebern trotzdem viele Schmallenberger mit, als ihre Hanna in Peking zum Olympiasieg fährt. Mein erster Lauf kann man entspannt angehen, den zweiten auch. Den dritten vielleicht noch, aber den vierten, dann wird sie irgendwann schon nicht mehr ganz so entspannt, oder? Ja, ich habe halt einfach versucht, wirklich mein letzter Gedanke vor jedem Start, vor allem aber vor dem vierten Start war, genieß es nochmal, hab Spaß, es ist die letzte Fahrt der Saison. Die letzte Fahrt der Saison ins ganz große Glück. Hanna Neise wird Olympiasiegerin, sensationell und kann es im Ziel selbst gar nicht glauben. Ja, ich habe mich halt gefreut, aber ich war dann irgendwie auch mit der Situation ein bisschen überfordert, weil ich es halt nicht kannte. Ich habe vorher, das war vielleicht mein 4. internationales Rennen, was ich gewonnen habe. Dementsprechend war ich dann auch ein bisschen überrumpelt. Totale innere Freude natürlich. In dem Moment freut man sich ja darüber, dass derjenige, der einem dann ein bisschen nahesteht, weil man ein bisschen mehr kennt darüber, über die ganzen den Aufwand, den man betreiben muss, sagt, das ist einfach sensationell und in dem Augenblick natürlich auch für die Stadt, für die ganze Region, weil in dem Moment ist es ja auch eine Goldmedaille für Schmallenberg oder für das Sauerland. Eine Goldmedaille, mit der nicht zu rechnen war. Hanna Neise ist in Peking im Ziel überrumpelt und am Abend des überraschenden Erfolgs zurückhaltend. Sie hat Gold, nicht die viel höher gehandelten Konkurrentinnen aus dem In- und Ausland. Darunter auch noch Vorbilder wie die Teamkolleginnen Tina Hamann und Jacqueline Lölling, die nur 4. und 8. werden. Dementsprechend war mir das an dem Abend dann auch eher unangenehm, da mit der Medaille da rumzulaufen. Hab die eigentlich mehr oder weniger immer verstecken wollen. Weil es halt, es ist halt die Auszeichnung gewesen, die sich jeder gewünscht hat. Und hinterher habe ich dann auch noch die anderen Skeletonfahrer, die waren dann noch in der Spiele-Area da und bin ich dann noch hingegangen nachts und
Ja, da hat dann die Kanadierin, die Mimi Raneva, hat dann auch zu mir gesagt, hey, zeig doch, was du hast, weil ich hatte die halt die ganze Zeit dabei, weil ich mich nicht umziehen konnte und hab's aber versteckt. Und dann hat sie immer zu mir gesagt, Hanna, du brauchst das doch nicht peinlich sein, zeig's doch, zeig's doch. Aber das ist, wie schon gehört, nicht das Ding der bodenständigen jungen Frau. Sie selbst würde ihrer Karriere bis jetzt die Überschrift reingerutscht geben, denn irgendwie war das alles nie geplant und der Zufall hat oft eine große Rolle gespielt. 2012, Hanna ist gerade mal 12 Jahre alt, gibt es eine Sichtung in ihrer Schule. Kurz darauf dürfen einige Auserwählte bei einem Starttraining mitmachen und der Schule offiziell 2 Stunden fernbleiben. Bei der Sichtung war ich jetzt keine Auserwählte, aber die anderen durften oder wollten alle nicht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, komm, weil ich wollte halt nicht unbedingt dann noch 2 Stunden in die Schule gehen, weil ich da auch Englisch gehabt hätte und da mir eine Unterschrift gefehlt hatte, die ich hätte vorzeigen müssen. Da dachte ich halt, komm, gehst du dem Ganzen mal aus dem Weg, fährst du mal mit nach Winterberg. Reingerutscht eben. Und das Skeletonfahren ist für Hanna Neise alles andere als eine Liebe auf den ersten Blick und auch nicht auf den zweiten. Denn als es richtig losgeht in der Bahn, passiert Folgendes. Woran ich mich noch erinnern kann, ist das erste Training an der Bahn. Da habe ich nach einer Fahrt gesagt, ich höre auf, weil mir zu kalt war. Weil ich auch eigentlich gar kein Wintermensch bin. Ich bin eher so der Sommermensch, Sommer, Sonne, Strand und Meer. Trotzdem fällt Hanna Neise schon damals eine weitreichende Entscheidung. Gegen das Reiten, was sie so sehr liebt, und für das Skeletonfahren, weil sie da einfach bessere Erfolgschancen sieht. Ich war halt immer schon ein Wettkampfmensch. Deswegen, das ist im Reiten ja alles nochmal was ganz anderes als beim Skeleton. Das habe ich dann halt mit 12 schon entschieden oder mit 13, dass ich dann halt sage, ja, ich mache jetzt Skeleton komplett, konzentriere mich darauf. Und jetzt ist es halt einfach, ja, ich glaube, ohne könnte ich es mir momentan gerade nicht vorstellen, weil man es halt jetzt schon so lange macht, ne? Und weil das ganze Leben darauf ausgerichtet ist und ja, es macht ja auch Spaß. Wir wollen zwischendrin kurz mal schauen, was genau am Skeleton so viel Spaß macht. Hanna Neise kann uns das nicht zeigen, weil die Bahnen im März gar nicht mehr vereist sind. Daher blicken wir zurück. 2015 hat uns die viermalige Skeleton-Weltmeisterin Marion Thees den spektakulären Sport etwas näher gebracht. Prinzipiell ist unser Schlitten vom Schwerpunkt ein bisschen tiefer. Also wenn man jetzt hier seitlich schaut, ist nicht ganz so hoch. Wir haben keine so eine komplette Verkleidung, wo wir drinnen liegen. Die Verkleidung ist nur unterm Schlitten. Dafür haben wir so eine Liegewanne. Die Kufen sind im Prinzip komplett rund. Bei einem Rodelschlitten ist eine richtige Kante drin. Wenn man jetzt oben drauf guckt, ist ja eigentlich gar nicht so viel dran. Wie läuft das denn ab am Start? Also am Start ist es im Prinzip so, wenn der Schlitten in der Spur steht, kann man hier an der Liegewanne festhalten und dann im Prinzip anschieben. Genau, und dann muss man sehen, dass die Hand im Prinzip hier rüberkommt und die andere hier zugreift. Was ist dann beim Sprung auf das Gerät zu beachten? Dass man eigentlich wie beim Köpfer ein bisschen so nach vorne weg. Nicht mit wie im Schwimmbad. Genau. Also wenn man mit den Knien zuerst drauf landet, kann es auch ein bisschen wehtun. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das ist, wenn man dann drauf liegt, wenn die Fahrt quasi losgeht. Genau. Also man liegt hier im Prinzip in der Liegewanne drin. Die Schultern so vorne fast an der Kante vom Schlitten. Die Hände sind unter der Liegewanne, also so seitlich dran. Hier hält man sich fest. Und man kann im Prinzip den Schlitten steuern durch Gewichtsverlagerung. Dann kann man mit der Schulter draufdrücken. Die nächste Variante ist mit dem Knie. Ich mache es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Mit dem Knie im Prinzip den Schlitten steuern. Und wenn man ein großes Manöver machen muss, kann man den Fuß setzen. Das ist so die Position, wie man den Kopf halten sollte. Da kann man schon auch mit den Augen noch ein bisschen nach vorne gucken. Da sieht man ein paar Meter nicht ganz so weit wie beim Rodeln. Nee. Und wenn man jetzt den Kopf ein bisschen höher nimmt, steht er natürlich mehr im Wind, bietet dem Wind mehr Angriffsfläche und das bremst ihn. Zurück bei Vision Gold und der Skeleton-Olympiasiegerin Hanna Neise. 21 Jahre ist die bodenständige Sauerländerin gerade mal alt. Auch nach dem sensationellen Triumph von Peking ist sie bescheiden geblieben, will ihren Sieg nicht an die große Glocke hängen. International geht es bei ihr so richtig im Jahr 2016 los. Olympische Jugendwinterspiele in Lillehammer.
es war schön, da mal reinzuschnuppern und vor allem diese olympische Luft schon mal zu schnuppern und neue Leute kennenzulernen. Ich meine, damals war es anders, als es dieses Jahr war. Vor allem, weil halt mehr Leute da waren, man konnte sich freier bewegen. So ganz nebenbei gewinnt sie in Lillehammer die Silbermedaille. 2020 bei der Junioren-WM in Winterberg Bronze, 2021 dann bei der gleichen Veranstaltung in St. Moritz Gold. Im gleichen Winter sammelt sie auch erste Erfahrungen im Weltcup. Letzte Saison, da habe ich da absolut gar nicht mit gerechnet, dass es dann so weit kommt. Dementsprechend habe ich die Saison halt einfach nur für mich genutzt, um reinzukommen, um das Ganze mal mitzuerleben, kennenzulernen und dann darauf aufzubauen. In dieser Saison für Hanna Neise, die zweite Weltcup-Saison, geht es um viel mehr. Es geht um die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen. 3 Top-8-Plätze sind in Deutschland im Weltcup als Qualifikationskriterium gefordert. Beim letzten Event in St. Moritz im Januar fehlt Hanna Neise immer noch eine dieser Top-Platzierungen. 6. ist sie nach Lauf 1. Die zweite Fahrt fühlt sich für sie schlechter an. Trotzdem reicht es genau für Rang 8. Doch lange freuen kann sie sich nicht. Wir hatten am 14. Januar den letzten Weltcup und am 15. Januar war ich dann positiv. Aber dann ja gerade noch rechtzeitig. Oh. Ja, es war alles eine Punktlandung. Nach glimpflich überstandener Corona-Infektion geht es nach Peking. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Skeleton ist für sie lange zur Gewohnheit geworden. Trotzdem gehört doch bestimmt sehr viel Mut dazu, sich kopfüber in die Eisrinne zu werfen. Mut spielt schon eine gewisse Rolle, aber ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, was alles Mögliche im Leben angeht. Geschwindigkeiten tatsächlich auch beim Autofahren als Beifahrer, da bin ich ziemlich anstrengend. Oder auch beim Radfahren, wenn es bergunter geht. Abgesehen davon, dass ich nicht gerne Rad fahre, aber wenn es dann bergunter geht, da stehe ich auch nur auf der Bremse. Wir sind in einem Ausstellungsraum der Falke-Gruppe in Schmallenberg. Das Familienunternehmen, schon Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, ist weltweit ein Begriff, wenn es um Strumpfwaren geht. Hanna Neise trifft hier auf einen der Inhaber, Paul Falke. Der ist großer Fan und stattet die Sportlerin mit seinen hochwertigen Produkten aus. Eine echte olympische Goldmedaille hat der Unternehmer noch nie in der Hand gehabt. Ja. Darf ich sehen? Ja. Boah. Und auch richtig schwer. Ja. Fantastisch. Ganz toll. Bisher, glaube ich, waren wir der Meinung, dass unsere Produkte natürlich international gesehen schon mit zu den bekanntesten Dingen gehören, die Schmallenberg verlassen. Aber das hat Hanna Neise natürlich jetzt durch die Goldmedaille weit übertrumpft, was uns sehr freut. Hanna Neise, die olympischen Goldfahrten haben ihr Leben verändert. Aber sie versucht trotzdem so zu bleiben, wie sie ist, bodenständig und heimatverbunden. Das wird ihr auch helfen, dann die schweren Phasen zu überwinden, wenn sie eben 17. beim ersten Weltcup wird und nicht 2. oder 3. oder was alles passieren kann. Jetzt kommt ja eine schwere Zeit auf sie zu. Sie wird immer, da kommt die Olympiasiegerin. Und also das wird einem schon irgendwo im Kopf sicherlich ein bisschen beschäftigen. Und wird man diesen Erwartungen, die eingesetzt werden, gerecht? Und wie kommt man damit klar? Aber das wird sie schaffen. Also da glaubt sie schon ziemlich cool. Mittlerweile ist Hanna Neise zu ihrem Freund Luca an den Chiemsee gezogen. Dort ist sie dann auch ganz in der Nähe von Bad Endorf, wo die junge Frau eine Ausbildung zur Bundespolizeimeisterin absolviert. Kurze Wege also für eine erfolgreiche Zukunft. Aber wann immer es geht, wird die Olympiasiegerin in das Sauerland und nach Schmallenberg zurückkehren. Denn hier ist ihre Heimat. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota.